Bei dem Begriff Lohnunternehmen denken die meisten zunächst nur an landwirtschaftliche Dienstleistungen. Viele der Unternehmer haben ihren Maschinenpark heutzutage darüber hinaus aber auch für Aufträge aus dem Kommunalbereich, von Gewerbebetrieben, dem Straßenbau oder der Forstwirtschaft erweitert. Ein gutes Beispiel für einen solch vielseitig aufgestellten Betrieb ist das Lohnunternehmen Ebbecke. Marc-Jens Ebbecke hat den Betrieb 1996 in Garbsen bei Hannover gegründet. 34 Mitarbeiter sind heute fest angestellt. Bereits seit 2006 bildet Ebbecke auch zur Fachkraft Agrarservice aus. Die Werkstatt ist modern ausgerüstet. Viele Reparaturen kann das Team selber durchführen. Heute hat das Unternehmen 15 Traktoren und eine Vielzahl von Arbeitsgeräten. Bei vielen landwirtschaftlichen Betrieben in einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern übernimmt Ebbecke weite Teile der Feldarbeit. Die Saison startet für das Lohnunternehmen mit der Bodenbearbeitung und Düngung sowie der Aussaat. Ab April folgt schließlich der erste Grünfutterschnitt mit Feldhäcksler, Ladewagen, Schwader und 9,50 Meter Mähkombination. Für Biogasanlagen steht ein Feldhäcksler mit Direktschneidwerk für die Ganzpflanzensilage bereit. Kurze Einsatzfenster und eine von Jahr zu Jahr wechselnde Auftragslage machen das Lohndreschen mit den modernen Mähdreschern zu keinem leichten Geschäft für einen Lohnunternehmer. Für Ebbecke gehört die Getreide- und Rapsernte dennoch seit vielen Jahren fest ins Dienstleistungsangebot. Dem Klaas Lektion auf den Fersen ist meist eine der vier Quader- oder Rundballenpressen. Auch die Bodenbearbeitung wird auf Wunsch übernommen. In der Maisernte laufen bei Ebbecke drei komplette Häckselkolonnen. 5 Biogasanlagen und eine große Zahl Milchviehbetriebe werden mit dem Fuhrpark bedient. Für die Ernte, den Transport und das Anwalzen stehen moderne Fahrzeuge zur Verfügung. Neben den landwirtschaftlichen Arbeiten hat Marc-Jens Ebbecke sein Unternehmen in den letzten Jahren in den Bereichen Kommunal- und Winterdienst, Garten- und Landschaftsbau, Erdbewegung und Forstwirtschaft breiter aufgestellt. Ausgebildete Forstwirte und Landschaftsgärtner wurden angestellt. Durch die zusätzlichen Betätigungsfelder des Lohnunternehmers können viele Mitarbeiter und Maschinen auch außerhalb des Agrarbereichs eingesetzt werden. Der 5 Jahre alte Klaas Xerion beispielsweise hat fast 80% seiner Betriebsstunden vor dem Jens-Hacker verbracht. Kontaktmöglichkeiten für Angebote und Einstiegschancen findest du übrigens auf der Internetseite des Lohnunternehmens Ebbecke. Die Auftragslage rund um die Großstadt Hannover und die Wälder in der Region ist gut. Geschenkt wird einem Unternehmer dennoch nichts. Messeauftritte, Werbeanzeigen und ein gut gepflegter Internetauftritt dürfen nicht fehlen, um neue Projekte für das Unternehmen zu gewinnen. Gerade bei öffentlichen Ausschreibungen für die Arbeit im Straßenverkehr oder der Forstwirtschaft sind Schulungen und Zertifizierungen vorgeschrieben. In einem zweiten Kurzfilm werden wir das Team bei der Forstarbeit begleiten. Von Spezialmaschinen für komplizierte Baumfällungen über Holzhacker und Materialaufbereiter sowie schwere Forstmaschinen hat der Unternehmer viele spannende Fahrzeuge im Fuhrpark.
Verpasst also nicht unseren zweiten Kurzfilm über das Lohnunternehmen Ebbeke und abonniert am besten gleich unseren Kanal hier auf YouTube.